Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, zu welcher Zeit ihr auch immer diesen Podcast hört. Willkommen zurück zum Godda Podcast. Heute sitze ich natürlich wieder mit dem wundertollen David, aka Dev hier. Ja, hallo. Und ich bin natürlich, wie üblich, Steven, beziehungsweise Rookie. Nicht minder wundervoll. Dankeschön. Und wir sind heute in Akt 26. Mal wieder eine Woche geschafft und mal wieder eine Woche, die von Coronavirus dominiert wurde. Yep. Entsprechend, ja, leer sieht es immer noch bei den News aus. Also viel kam da nicht. Mhm. Bevor wir aber zu den News kommen diese Woche, haben wir noch ein bisschen was zur letzten Woche zu sagen, also ich zumindest. Einmal, die Qualität war von unseren Stimmen war teilweise etwas komisch. Das lag an der Aufnahme. Das macht leider der Craigbot ab und an mal, dass die Stimmen dann stellenweise so ein bisschen verzerrt sind und sowas. Das ist mir beim Schneiden aufgefallen. Tut uns also leid. Ließ sich nicht mehr viel machen, leider. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm. Und dann muss ich eine kleine Sache korrigieren, die ich letzte Woche gesagt habe. Wir haben ja darüber gesprochen, dass der Sonic Movie jetzt der erfolgreichste Videospielfilm ist. Das stimmt für weltweit, aber noch nicht ganz. Hm. Nämlich Detektiv Pikachu hat weltweit 433 Millionen eingespielt. Und das ist halt immer noch höher als die 306 Millionen, die Sonic hinter sich hat. Natürlich muss man jetzt noch mit einberechnen, in China und Japan kam der Film nicht raus, noch nicht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, inzwischen sind wir an einem Punkt, wo da nicht mehr viel zu holen ist, selbst wenn er dann in China und Japan nochmal rauskommt. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich in den News. Und ja, damit können wir auch eigentlich direkt einsteigen. Corona dominiert ja die News und an dieser Stelle auch mal, ich weiß, ihr könnt es alle bestimmt nicht mehr hören, aber ein kleiner Appell, Hashtag bleibt zu Hause. Ja, bitte. Also bitte, bitte bleibt einfach zu Hause, vermeidet das irgendwie rauszugehen, außer es ist notwendig, wenn ihr irgendwie zur Arbeit müsst oder einkaufen müsst. Ansonsten bleibt bitte einfach in der Wohnung. Das ist gerade sehr, sehr wichtig. Die Kanzlerin hat da ja in Deutschland auch eine ja, recht lange Botschaft auch an das Volk gesandt, dass man doch bitte zu Hause bleiben soll, weil wir müssen jetzt einfach gucken, dass die Ausbreitung dieses Virus eingedämmt wird. Mhm. Und so funktioniert es normal am besten. Genau, wir müssen einfach schauen, dass wir die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die Alten und die Kranken, einfach so gut wie möglich schützen können. Genau. Also selbst wenn man selber das Virus gut wegsteckt, wird man selbst zu einem Verbreiter des Virus, wenn man angesteckt wird und könnte dadurch einfach andere gefährden. Und deswegen einfach soziale Kontakte so gut wie möglich einschränken. Es ist ganz, ganz wichtig. Und was ich ganz, ganz oft als Argument gehört habe, warum sich dann doch Leute irgendwie in kleineren Gruppen getroffen haben, so, ja, wir kennen uns doch alle. Und das mag vielleicht für diese kleine Freundesgruppe zutreffen, aber jede einzelne Person in dieser Freundesgruppe kennt andere Leute, die die anderen wahrscheinlich nicht kennen. Mhm. Und mit denen trifft man sich dann auch, weil man kennt sich ja untereinander. Und genau das ist das große Problem, dass das dann weitergetragen wird. Und noch ist es zum aktuellen Stand, wo wir diesen Podcast aufnehmen, nämlich Samstagabend 22.30 Uhr, nicht so weit, dass wir in Deutschland eine Ausgangssperre haben. Es gibt Ausgangsbeschränkungen in einigen Städten und in Bayern, aber so richtig ausgerufen für ganz Deutschland wurde es noch nicht. Und wir möchten auch bitte, dass das so bleibt, sodass man halt wenigstens nochmal vernünftig spazieren gehen kann oder was in der Richtung. Aber vermeidet größere Treffen, wenn ihr irgendwie spazieren geht. Versucht auch da entsprechend Abstand zu halten und das in einer sehr, sehr kleinen Gruppe zu machen. Und mit sehr, sehr kleinen meine ich maximal drei. Und die erste News, die wir haben, bezieht sich vielleicht ein bisschen darauf, weil es geht mal wieder um das Skateboard von der Firma Finesse mit dem Mephiles-Design. Das solltet ihr euch vielleicht aktuell nicht kaufen, weil das spornt euch nur an, um nach draußen zu gehen. Genau, aber David hat da trotzdem eine Kleinigkeit zu sagen. Genau, also aktuell nicht sehr ideal. Das Timing ist ein bisschen blöd für Skateboard und für Skateboard allgemein. Aber das Finesse-Skateboard von Mephiles, das eben in der Vergangenheit bereits geteased worden ist, hat jetzt tatsächlich das gesamte Skateboard bekommen. Also im Grunde hat man jetzt ein Bild, wie dieses Skateboard ausschaut. Und ich sehe es eben auf Treasure Hunting Sonic auf Twitter. Dieser User hat eben ein Bild davon bekommen. Er hat da auch das Sonic Skateboard daneben gestellt, damit man ein bisschen einen Vergleich hat. Und muss sagen, es schaut schon ziemlich cool aus. Es ist ein tolles Design, ein tolles Artwork. Das Artwork selbst haben wir bereits von einer früheren Veröffentlichung gekannt. Und jetzt sieht man einfach das gesamte Skateboard, wie es dann letztendlich auf den Markt kommt und auf der Finesse-Seite verkauft wird. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Ist cool, dass man auch mal Mephiles Merchandise hat. Von dem gibt's nicht viel, wenn überhaupt irgendwas. Und ja, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Aber natürlich jetzt mit der gewissen Einschränkung,
dass man das Skateboard jetzt nicht kaufen sollte und dann mit den Freunden skaten geht, sondern vielleicht erstmal die Lage ein bisschen abwarten sollte. Also ich wohne ja witzigerweise im Studentenwohnheim in meiner Stadt und das bringt mit sich, dass wir einfach sehr, sehr lange Flure haben. Und das wäre zum Skateboardfahren eigentlich ziemlich perfekt. Okay, natürlich. Also indoors irgendwie, wenn die Möglichkeit bestehen sollte, ohne irgendwie Gegenstände oder andere Mitmenschen zu verletzen, könnte man vielleicht machen, ja? Wie willst du denn Gegenstände verletzen? Keine Ahnung, in der eigenen Wohnung sollte man das vielleicht nicht machen. Könnte vielleicht mal irgendwas kaputt gehen. Oder Gegenstände verletzen, Gegenstände zerstören. Ja, Gegenstände können nicht verletzt werden, das stimmt. Man sagt ja immer, aber das hat doch auch Gefühle. Aber nein, ein Buch hat keine Gefühle. Nein, trifft wahrscheinlich nicht zu. Gut, aber noch etwas anderes ist diese Woche passiert, nämlich der St. Patrick's Day ist ja gewesen. Das ist ein irischer Feiertag, bei dem tendenziell meistens in einigen Ländern sehr, sehr viel getrunken wird, unter anderem in Irland. Und dieser Tag steht natürlich auch sehr in Verbindung mit der Farbe Grün, so wie man es von den vierblättrigen Kleeblättern ja kennt, die so ein bisschen das Markenzeichen vom St. Patrick's Day auch geworden sind. Und der Sonic Twitter hat da eine ganz besondere Überraschung parat gehabt. Genau, und zwar eine Überraschung, die wirklich schon ein Jahr in der Mache war. Und zwar, vor einem guten Jahr hat ein sehr bekannter YouTuber, nämlich Jacksepticeye, hat sich an den Sonic Twitter gewandt und eben nachgefragt, das war auch genau am St. Patrick's Day am 17. März, und hat da den Sonic Twitter nachgefragt, ob er eventuell einen Charakter namens Irish the Hedgehog sprechen kann. Und Sonic Twitter hat dann gesagt, ja, natürlich, aber sie müssen ihn zuerst einmal erstellen. Also der Charakter muss erst erstellt werden. Und jetzt, ein Jahr später, Irish the Hedgehog existiert. Der Charakter ist gemacht worden und Jacksepticeye macht auch tatsächlich die Stimme von ihm. Und es ist ein sehr, sehr lustiges und unterhaltsames Video. Es ist einfach, man kann sich das vorstellen, es ist wie in Sonic Adventure 2, wenn man nochmal ins Spiel einsteigt und beim Spielstand weitermacht, dann sieht man am Anfang ja immer eine Sequenz, wo die Charaktere erklären, was gerade passiert ist, was der aktuelle Plot ist. Und genauso in diesem Stil wird es jetzt auch übernommen und wird für Irish the Hedgehog verwendet. Und Irish the Hedgehog erzählt so einfach ein bisschen was von seinen guten Freunden Tilly und Zonk, also Tails und Sonic, nur in Irisch, und ist wirklich sehr unterhaltsam und im weiteren Verlauf auch sehr, sehr schwer zu verstehen. Also sobald Jacksepticeye dann in seinen Akzent reinrutscht, ist es quasi unmöglich, da noch mitzukommen. Und im Video wird es dann auch mehr oder weniger gezeigt, indem einfach nur mehr Fragezeichen stehen, da wo eigentlich ein Text stehen sollte, was gerade gesagt wird. Und sehr lustig, also ich musste lachen. Irish the Hedgehog schaut auch relativ witzig aus, mir gefällt das Design. Er schaut wirklich wie ein Sonic-Charakter aus, wie ein Avatar aus, den man eventuell in Sonic Forces machen könnte. Und ist einfach eine nette kleine Aktion. Jacksepticeye ist auch ein mir persönlich sehr sympathischer YouTuber und hat eine wirklich großartige Stimme. Und dass sie ihn da dafür dran gekriegt haben und mit ihm einfach sich so einen kleinen Spaß zum St. Patrick's Day erlaubt haben, ist auf jeden Fall eine sehr tolle Aktion. Und gerade in der Zeit, wenn man hin und wieder was zu lachen hat, kann es auf jeden Fall nicht schauen. Und es gibt natürlich in dem kleinen Video auch einen neuen Remix von Escape from the City. Ja, genau. Der stimmt. Auch in Zusammenarbeit mit Hyper Potions und Crush 40 entstanden ist. Ja, also es ist fast ein bisschen beeindruckend, könnte man sagen, wie viele Ressourcen da wirklich in so ein kleines Spaßvideo reingeflossen sind. Dass da Crush 40 und Hyper Potions da wirklich an einem Remix dafür gearbeitet haben. Dass da richtiges Artwork dafür gemacht worden ist, ein richtiger Charakter erstellt worden ist. Also so ein kleines Spaßvideo, wirklich sehr viel Aufwand. Und ich mag, beim Design mag ich übrigens besonders die Brustpartie sehr, weil die auch so in Form eines vierblättrigen Kleeblatts ist. Ja, yep, genau. Also man sieht auf jeden Fall ein hervorstechendes Muster an dem Charakter. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn irgendwann mal in einem von den Spielen. Vermutlich nicht, aber vielleicht so als Anspielung oder Gag. Einen Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung auf YouTube oder im Spindish News-Artikel, zu dem ihr dann auf den anderen Plattformen natürlich einen Link haben werdet. Und schaut auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich. Ja, und eine Kleinigkeit, die ich auch noch erwähnen muss. Mike Pollock, bekanntermaßen der englische Dr. Eggman-Sprecher, hat zu diesem Video auch noch ein kleines Video gepostet oder mehr oder weniger einen Voice-Clip, wo er ebenfalls im Grunde in seiner Eggman-Stimme, allerdings mit ebenfalls sehr starkem irischen Akzent, einfach einen fröhlichen St. Patrick's Day wünscht und am Ende dann natürlich noch das klassische I Hate That Hedgehog reinwirft und ist auch sehr unterhaltsam. Ich schätze, wir werfen da auch einen Link rein zu dem Voice-File, damit ihr euch das auch mal anhören könnt. Das ist so eine nette kleine Draufgabe zu der Sache. Den musst du mir dann aber noch
schicken, damit ich den auch entsprechend dann einbinden kann, sonst vergesse ich es wieder. Das mache ich. Kriegst du jetzt und sofort, weil ich habe ihn sogar schon offen. Ach, wir sind ja so professionell. Das machen wir einfach wieder live in der Folge. Natürlich. Superb. Gut, aber weiter mit den News. Das ist nur tatsächlich eine sehr kleine Geschichte. Falls nämlich jemand mal wieder neue Sonic Phone Cases für das Smartphone sucht, da gibt es von der Firma Waidy, glaube ich, wird es ausgesprochen, aus Japan. Waidy, ja, das ist ein komischer Name. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man das aussprechen könnte. Waidy. Waidy ist tatsächlich, vielleicht. Eventuell, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben ein paar neue Sonic Phone Cases vorgestellt. Für das iPhone XR, das iPhone XS oder das iPhone Max und das iPhone 11 in der Pro- bzw. Max-Version oder in der normalen. Es gibt 6 verschiedene Designs und natürlich steht der blaue Held in seiner klassischen Variante da etwas im Vordergrund und die Designs orientieren sich hauptsächlich an ihm. Aber das eine Phone-Design, was ich auch sehr interessant finde, das ist angelehnt an Sonic Runners, aber mit Classic Sonic. Sieht sehr schick aus und ob die Phone Cases international in den Verkauf gehen, weiß man nicht. Aber sollten sie das sein, werdet ihr das natürlich auch bei uns erfahren. Und sehr gut aus. Mir gefällt, wie gesagt, das Sonic Runners Artwork, das gefällt mir am besten und das sieht sehr nett aus. Mir gefällt tatsächlich auch noch, es gibt noch ein Phone Case, wo so Sprites von Sonic, Tails und Knuckles drauf sind. Die finde ich auch sehr cool. Und noch ein rotes, wo Sonic einfach so ein richtiges Sonic Artwork, ich meine, es ist das von Sonic Mania, wo das auch nochmal drauf ist. Das ist jetzt aber nicht in dem Link, den ich im Dokument habe. Ich schicke dir das direkt mal rüber, David, dann kannst du das ja auch nochmal sehen. Oh, wir machen heute alles live. Ja, Nicht? Die schauen echt sehr toll aus, ja. Also das tatsächlich wäre wahrscheinlich das Rote mit dem großen Sonic-Artwork mein Favorit. Aber ich glaube eher, das Artwork ist aus Sonic CD, wenn ich mich nicht täusche, aber das keine Ahnung. Ich bin mir gerade unsicher, aber irgendwie erinnert mich das einfach sehr an Mania. Es sieht fast ein bisschen zu retro für Mania aus, aber keine Ahnung, ich bin mir jetzt wirklich nicht hundertprozentig sicher. Wo wir gerade beim Sonic Mania Artwork sind übrigens, die englische Seite Sega Bits hat auf Twitter, das ist nicht lange her, das ist eine knappe Woche her, haben die einfach einmal das Sonic Heroes Artwork und das Sonic Mania Artwork direkt nebeneinander gepostet. Und ich finde es sehr krass, wie ähnlich die beiden sich sehen. Ich habe das auch direkt nochmal geschickt. Oh wow, yeah. Stimmt. Das ist mir vorher niemals aufgefallen, aber die sind sehr, sehr ähnlich. Es schaut echt ähnlich aus und das könnte natürlich auch eine gewollte Anspielung sein. Ha, ist mir auch nie aufgefallen. Tatsache. Ich packe den Link dann auch natürlich direkt in die Videobeschreibung auf YouTube oder in die in den Newsartikel auf Spindash, damit ihr das euch entsprechend auch angucken könnt, weil das sieht einfach, keine Ahnung, den Vergleich so, es ist sehr cool. Sonic Heroes 2 confirmed, haben sie auch dazu geschrieben. Bei all den kleinen, netten Anspielungen, die Sonic Media für die ganze Franchise hat, ist es wirklich nicht unwahrscheinlich, dass das kein Zufall ist, sondern wirklich gewollt war. Ich wüsste aber auch nicht, ob das vorher schon mal jemandem aufgefallen ist. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Mir nicht, auf jeden Fall. Ich sehe das, im Vergleich sehe ich zum ersten Mal. Und aber es ist schon so offensichtlich eigentlich. Das wundert mich. Stimmt, ne? Aber gut, kommen wir dann zu unserer letzten News. Müsste eigentlich die letzte sein, außer wir finden noch spontan dann mal wieder live in der Folge irgendwas. und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne News, gerade unter dem Hashtag Bleib zu Hause, denn der digitale Release des Sonic-Films, also Sonic the Hedgehog, der Film auf Deutsch, wurde vorgezogen. Mhm. Also digital in den Stores. Das gilt jetzt anfangs erstmal nur für die USA. Eine deutsche Bestätigung steht noch völlig aus und im deutschen iTunes Store konnte ich zum Beispiel auch noch kein Datum finden. Ich habe die anderen Stores jetzt mal nicht abgeklappert, weil iTunes war der erste, der das so in den USA veröffentlicht hatte. Dann später kam aber auch die Bestätigung. Der digitale Release vom Sonic-Film wurde offiziell vorgezogen auf den 31. März. Mhm. Gerade weil die Leute natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen. Und das ist auch die offizielle Begründung, warum der Release vorgezogen wurde, weil sonst ist es schon sehr unüblich, anderthalb Monate nach dem Filmrelease dann die digitale Version schon parat zu haben. Mhm. Aber für die, die ihn noch nicht gesehen haben, bestimmt eine sehr coole Geschichte, weil Kino ist ja jetzt erstmal vorbei, da kann man nicht mehr hingehen. Genau, ja. Entsprechend bleibt natürlich zu hoffen, dass das in Deutschland auch der Fall sein wird, dass ihr auch am 31. März hierzulande euch den Film anschauen könnt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und von uns geht eine definitive Empfehlung raus. Oh ja, darüber haben wir uns in den letzten Folgen wirklich schon
weitgehend unterhalten, warum der Film für uns so gut ist, aber große Empfehlung auf jeden Fall, ja. Eine kleine Empfehlung geht dabei raus an Folge 21, das war die große Review-Folge von Fasti und mir, wo wir 2 Stunden lang nur über den Film und das Event dazu in Berlin gesprochen haben. Und natürlich Akt 23, wo wir den deutschen Sprecher von Sonic im Sonic-Film dabei hatten, nämlich den Julian Bam. Und der hat uns ein paar interessante Einblicke zum Film gegeben. Also hört da gerne nochmal rein, falls ihr jetzt neu auf diesen Podcast gestoßen seid und das noch nicht gehört habt. Was den Retail-Release des Films angeht, der liegt in den USA aktuell beim 19. Mai. Also das ist auch offiziell bestätigt, dass er am 19. Mai rauskommen wird. Sprich, ist doch noch ein bisschen länger hin. Was daran aber interessant ist, man hat jetzt erfahren, was als Bonus auf der Disc drauf sein wird. Und so die hervorstechendsten Sachen sind, da steht See Sonic's Next Adventure in New Animation, Explore the Origins. Also schaut euch Sonic's nächstes Abenteuer in einer neuen Animation an und schaut euch die Ursprünge an. Wo ich mich jetzt frage, was genau wir uns darunter vorstellen können. Aha, es gibt ja auch, vielleicht wärst du nur dazu kommen, aber es gibt ja, glaube ich, in einer anderen Beschreibung war auch dabei, dass es so einen Short gibt, Sonic Around the World in 80 Seconds, sowas. Ja, das ist das. Das ist das genau ist das. Genau das. Genau, also in 80 Sekunden um die Welt mit Sonic, so in der Art. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, was das ist und ob das jetzt einer von den animierten Shorts ist, die es jetzt vielleicht in den letzten Monaten immer wieder mal vom offiziellen Sonic-Account gegeben hat. Oder ich glaube, es ist erwähnt worden, dass es animiert ist. Also es ist nicht Live-Action mit CGI. Bleibt auf jeden Fall interessant. Also ich glaube nicht, dass das im digitalen Release da sein wird, weil es steht explizit Home-Release-Bonus-Features da. Also mal schauen. Wir müssen zwar noch ein bisschen drauf warten, aber erstmal interessant. Yep. Also in 10 Tagen von uns aus gesehen, von heute aus gesehen, wissen wir auf jeden Fall schon mehr. Nein, das ist ja nur der digitale Release, nicht der Home-Release. Bist du dir ganz sicher, dass das allerdings nicht im digitalen Release auch dabei ist? Weil ich glaube, in der News war eben drin, dass es im digitalen Release auch mit dabei sein könnte. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vergleiche. Das habe ich total überlesen. Okay, ja. Weil wir sind so professionell in diesem Podcast. Yep. Wir sind also super vorbereitet, jederzeit. Es ist im digitalen Release natürlich auch dabei. Also das wissen wir dann nächste Woche. Genau, da war ich jetzt kurz verwirrt, ja. Vielleicht ist es ja auch schon ein Trailer für Teil 2. Oh, das wäre natürlich sehr nett, ja. Das würde ich aber sehr anzweifeln. Dafür, aber auf jeden Fall könnte es ein nettes, eventuell 80-sekündiges Video sein. Mal schauen, was da rauskommt. Wer weiß, vielleicht ist da ja ein ganz bestimmter Charakter zu sehen, den wir schon einmal gesehen haben. Wir wollen ja natürlich nicht spoilern. Nein. So, was ist noch dabei? Einmal Commentary von Jeff Fowler, dem Director des Films, und der englischen Sonic-Stimme Ben Schwartz. Dann, ja, Deleted Scenes, wie man es kennt. Also Jeff Fowler wird da so ein paar gelöschte Szenen oder entfallene Szenen vorstellen, wo ich gespannt bin, was es ist. Also vielleicht ist das ja auch zum größten Teil was mit dem alten Design noch. Könnte vielleicht sogar sein, ja, dass sie da vielleicht einfach ein paar Szenen mit dem alten Design noch reinschmuggeln, weil die sollten eigentlich als gelöschte Szenen gelten. Mal schauen. Und wir haben ja natürlich auch in den Trailern schon hier und da ein paar Szenen gesehen, die es nicht in den Film geschafft haben. Ja, genau. Also, mal schauen. Vielleicht ist da noch was Interessantes dabei. Bin ich gespannt, ja. Und dann, worauf ich auch gespannt bin, sind, ich glaube, da kommt jetzt eher als nächstes dran, die Outtakes dann auch, die mit dabei sind. Ja, die Outtakes beziehungsweise Bloopers. Ja, also auf die bin ich schon sehr gespannt, weil ich stelle mir da einfach vor, wie Jim Carrey wieder versucht, so irgendwie seinen Robotnik, seinen Dr. Eggman zu machen und dabei irgendwie Outtakes macht und das könnte relativ unterhaltsam werden. Auf die bin ich schon sehr gespannt. Dann noch dabei das Musikvideo von Speed Me Up, was man aber eigentlich auf YouTube schon sehen kann. Trotzdem einfach nett, dass es dabei ist. Dann For the Love of Sonic, wo Jim Carrey und der Rest des Cast darüber diskutieren, was Sonic the Hedgehog für sie persönlich bedeutet. Sicher auch sehr interessant, ja. Dann Building Robotnik. Also da kann man dann sehen, wie Jim Carrey Dr. Robotnik Leben eingehaucht hat. Da gab es ja schon so ein paar kleinere Sachen auf YouTube. Frag mich, ob das das ist oder ob man da noch mehr sieht. Genau, in so gewissen Interviews hat er unter anderem schon drüber geredet eben. Aber vielleicht sieht man da jetzt einfach einen tieferen Blick in seinen ganzen Entwicklungsprozess, wie er den Charakter zum Leben erweckt hat. Dann The Blue Blur, Origins of Sonic, wo man dann die Origins des oder die Ursprünge des legendären blauen Blur, fehlt gerade das deutsche Wort.
Blaue Streifen? Ja, vermutlich. Ich weiß nicht, wie man das am besten übersetzt. Die Übersetzung war immer schon ein bisschen seltsam, ja. Also wo man auf jeden Fall die Ursprünge von Sonic sieht, da kann ich mir vorstellen, dass es dieses 3-Minuten-Video ist, was Sega dann noch gemacht hat, was von Roger Craig Smith eingesprochen wurde. Das würde auf jeden Fall sehr, sehr gut da reinpassen, glaube ich. Es ist ja auch auf YouTube verfügbar, darüber haben wir auch in einer Podcast-Folge mal gesprochen. Und dann noch Sonic on Set, wo man das Set mit Ben Schwartz, der englischen Stimme von Sonic, einfach sehen kann. Wahrscheinlich so ein paar Sachen, wie er das mit Motion Capture einspricht und so weiter. Also wir haben auf jeden Fall einiges an Bonusmaterial, wo wir dann nächste bzw. übernächste Woche ein bisschen genauer reintauchen können. Hoffentlich, ja, wenn es natürlich bei uns in Deutschland auch rauskommt. Ansonsten müssen wir uns heute auf gewisse News verlassen. Schauen wir mal. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle und Grüße an Tails Channel, die Informationen in einem kurzen Tweet zusammengefasst haben. Schöne Grüße. Link dazu habt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung und im Newsartikel bei spindash.de. So, damit haben wir alles an News fertig, glaube ich. Schnell durch, ja. Wie gesagt, ist nicht so viel passiert diese Woche, aus verständlichen Gründen. Auch fehlte irgendwie eine News am 20. März, aber das ist verständlich, weil eigentlich war ja das Panel bei South by Southwest geplant. Aber das fand ja jetzt nicht statt und die Pläne dafür wurden auf April verschoben. Genau, ja. Also mal schauen, was das noch bringt. Wirst du dir den Film digital holen, dadurch, dass er jetzt so viel früher rauskommt? Also ich spiele schon sehr stark mit dem Gedanken, dass ich mir den Film auch hole. Auch wegen den ganzen Bonussachen, die im Film da mit dabei sind. Weil, wie gesagt, Outtake, Reel und das alles interessiert mich schon sehr. Und Jim Carreys Einblick in Dr. Robotniks Charakter. Also ich werde ihn mir ziemlich garantiert holen. Ich würde ihn auch echt gerne nochmal schauen. Ich hätte richtig Lust drauf, einfach nochmal den Film anzuschmeißen und gemütlich nochmal zu schauen. Und bin mir ziemlich sicher, dass ich zuschlagen werde, ja? Wenn er denn wirklich bei uns dann kommt, zeitig. Also ich bin auch ein bisschen unschlüssig. Ich werde ihn mir auf jeden Fall Retail holen. Und ich plane da auch, das Steelbook mir zu besorgen. Aber ob ich mir den digital hole, das ist immer so ein Zwiespalt bei mir. Kaufe mir nicht gerne Sachen digital. Ja, stimmt schon. Also als Sammler tendiere ich auch eher jetzt Steelbook und zur Blu-ray-Release, den man wirklich zu sich ins Regal stellen kann. Aber wie gesagt, dadurch, dass jetzt der digitale Release so viel früher als der Blu-ray-Release rauskommt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich schlecht widerstehen kann und einfach trotzdem noch Bock habe, den Film nochmal zu schauen. Also werde ich wohl oder übel in den sauren, unter Anführungszeichen, Apfel beißen und mir vielleicht beide Versionen holen. Ja, geht mir aktuell tatsächlich aber ähnlich. Also wir können ja dann in der, wenn er raus ist, in der entsprechenden Podcast-Folge auch mal drüber sprechen. Genau. So lange ist es ja nicht mehr hin. Und ja, das ist natürlich dann schon mal eine gute Sache, um irgendwie die Zeit zu Hause rumzukriegen. Aber wir haben da natürlich, wie letzte Woche, wo wir euch ein paar Fangames vorgestellt haben, haben wir auch diese Woche wieder ein bisschen Quarantäneprogramm oder Ausgangssperrenprogramm oder Hausarrestprogramm, wie auch immer ihr das nennen wollt. Fakt ist, weiterhin Hashtag bleibt zu Hause. Und bitte? Bevor wir euch jetzt ein paar Empfehlungen geben, eine allgemeingültige Empfehlung. Schaut vielleicht, dass ihr nicht nur im Multiplayer zockt, sondern schaut euch vielleicht auch mal ein paar Singleplayer-Spiele an, weil einige Betreiber schon vermerkt haben, irgendwie sind bei uns die Server etwas abgeschmiert. Ganz groß war Nintendo am Anfang der Woche dabei. Also vielleicht einfach mal gucken, nicht unbedingt alles online spielen, sondern schaut euch vielleicht auch mal ein paar sehr coole Singleplayer-Spiele an, von denen wir gleich natürlich ein paar für euch haben. Und ja, wir haben uns heute entschieden, so einfach mal zu sagen, was wir so als Zeitvertreib nutzen, jetzt die Zeit, die wir zu Hause haben und nicht arbeiten. Also David und ich, wir sind beide im Homeoffice, sprich wir arbeiten trotzdem noch, aber wir haben natürlich trotzdem dadurch, dass wir nicht mehr Freunde treffen können und sowas, ein bisschen mehr Zeit hier vorm Bildschirm. Genau, ja. Und mein erster Impuls war, geil, ich kann endlich meinen Pile of Shame abbauen. Sprich, Spiele, die irgendwo in meinem Regal rumstehen seit N Jahren und N ist dabei größer als 2, dass ich die vielleicht endlich mal spiele und, ach, meine Steam-Bibliothek, das habe ich ja schon ewig aufgegeben, dass ich da mal wieder was schaffe. Also das ist auf jeden Fall immer eine gute Variante, weil ich denke, jeder hat irgendwie Spiele daheim, die er vielleicht nur mal kurz angespielt hat, aber nie wirklich zu Ende bringen konnte, weil dann kam das Spiel und dann kam das Spiel und dann kam das Spiel und am Ende hat man nichts davon irgendwie geschafft. Die Story von jedem Gamer überhaupt, ja, ziemlich sicher. Heißt, wenn ihr irgendwie Spiele habt, die ihr noch nicht fertig gespielt habt, aber worauf ihr eigentlich theoretisch mal Lust hättet, Spiele, die ihr noch gar nicht angespielt habt, bevor ihr euch jetzt ewig viele Spiele neu bestellt, weil ihr gerade in Anführungsstrichen Spielenotstand habt,
schaut doch erstmal vielleicht ins Regal, ob ihr da nicht vielleicht was sehr, sehr Cooles findet, wo ihr euch denkt, hey, das habe ich mir vor 8 Jahren mal gekauft, ich könnte es ja mal anspielen. Kann auf jeden Fall jetzt schauen, den Blick auch ein bisschen in die Vergangenheit zu legen. Und David, hast du denn da irgendwas ganz Spezielles auf deinem Pile of Shame? Ach, also aktuell Dragon Quest 11 hauptsächlich. Das war 11 nicht, also das allerneueste, nicht das jetzt Zeug. Müsste, ja. Ja. Also das habe ich angefangen und es hat mir auch wirklich gut gefallen. Es war eben die Switch-Version, die aktualisierte Switch-Version, wo schon die ganzen Boni mit dabei waren, der remasterte Soundtrack auch mit dabei war. Und ich habe es gespielt, es hat mir wirklich sehr gut gefallen und irgendwann ist dann irgendwas anderes rausgekommen, das mir jetzt meine Aufmerksamkeit weggeschnappt hat und ich bin seitdem, habe es nicht mehr geschafft, zu dem Spiel zurückzukommen. Und finde ich irgendwie schade, aber man hat halt wirklich nicht gar so oft die Zeit zu zocken, gerade wenn man arbeitet und Freunde trifft und einfach allgemein viel beschäftigt ist. Und das Spiel, also wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich das echt gerne nochmal aufgreifen. Das wäre ziemlich weit oben auf meiner Liste. Und Luigi's Mansion 3 ist auch so ein Spiel. Das ist sogar noch schlimmer, weil Luigi's Mansion 3 ist, glaube ich, so ein 10 bis 15 Stunden Spiel. Und ich bin auch relativ kurz vorm Ende, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, mich zu motivieren, dass ich das wirklich die letzten paar Stockwerke endlich mal fertig spiele. Und das ist auch die ganze Zeit irgendwo so im Hinterkopf und gräbt da rum und irgendwas sagt mir, ich soll das endlich mal fertig spielen, aber es gibt immer was Neues raus, dann ist wieder das Spiel interessant und dann ist wieder das Spiel interessant und ich habe es nicht geschafft, mehr zu diesen Spielen zurückzukommen. Aber das sind natürlich nur die Kirschen auf einer wirklich riesigen Torte. Also es gibt viel zu viele Spiele, die im Backlog noch liegen und unfertig liegen und die ich noch fertig spielen müsste und einfach nicht wirklich die Zeit dazu finde. Ja, mir geht das leider sehr ähnlich. Also wenn ich mal so zur Switch gucke, habe ich tatsächlich gar nicht so viel, wo ich jetzt sage, okay, da muss ich noch was durchzocken. Außer Xenoblade 2, den Standalone-DLC Torna The Golden Country. Aber den habe ich mir auch vor einer Woche erst gekauft. Von daher, der liegt da noch nicht so lange rum. Wenn ich allerdings auf andere Konsolen gucke, hui. Also an der PS4 steht ganz oben auf meiner Liste Spider-Man, was ich immer noch durchspielen muss. Oh, sehr gutes Spiel auch hier. Dann gammelt auch schon ewig Burnout Paradise darum, was ich immer mal wieder zwischendurch spiele, aber es immer noch nicht irgendwie fertig gekriegt habe. Und Bloodborne. Oh. Also ich weiß nicht, warum ich das nicht weitergespielt habe, aber naja. Kann ich in den allerhöchsten Tönen empfehlen, ja, das durchzuspielen. Ja, an der Xbox One, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so viel, was ich irgendwie durchspielen müsste. Eigentlich habe ich fast alles durch, was man durchspielen kann. Ich habe natürlich ein paar Spiele, die habe ich mir einfach nur gekauft, weil, hey, da gab es ein Steelbook oder hey, das könnte ich mal mit einem Kumpel spielen, sowas wie Gears of War oder Doom. Ja, am Ende gammeln sie doch nur im Schrank rum. Mhm. Beim 3DS ganz oben wahrscheinlich Xenoblade Chronicles 3D. Aha. Also das, da kann ich auch gleich die Wii-Version mit reinschmeißen. Ich habe in beiden Versionen exakt an derselben Stelle aufgehört, aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr nachvollziehen kann. Und das ist etwa die Hälfte des Spiels gewesen. Ach, das ist furchtbar. Ja, ich kenne das Gefühl zu gut, ja. Und ansonsten generell habe ich viel zu viele 3DS-Spiele, die ich irgendwann mal anspielen müsste überhaupt. Und ich habe auch tatsächlich noch ein paar Wii U-Spiele, die ich noch nicht wirklich gespielt habe. Zumindest zum Beispiel Devil's Third wollte ich immer mal anschauen, weil das halt scheinbar relativ spaßiger Trash ist. Yoshi's Woolly World gammelt seit weiß nicht wann rum, genauso wie Super Mario 3D World. Was ein sehr gutes Spiel ist übrigens, aber irgendwie, ich kam nicht so dazu. Oh ja, so sieht das leider über die Plattform verteilt aus. Mhm. Also das ist einfach eine ganze Menge, was sich da so über die Jahre ansammelt. Schrecklich. Es ist schrecklich, ja. Wie gesagt, die Spiele, die einen interessieren, kommen einfach zu schnell hintereinander und dann denkt man sich, oh, das würde ich auch gerne spielen und das würde ich auch gerne spielen. Und bevor du überhaupt mit dem Spiel fertig bist, hast du schon längst das nächste gekauft. Ja, dadurch bleib einfach alles ein bisschen hängen. Das in Anführungsstrichen Gute ist, dass sich jetzt wahrscheinlich einige Spiele-Releases, genauso wie die Konsolen-Releases, das ist zumindest die aktuelle Vermutung von den neuen Konsolen, dass sich das ein bisschen nach hinten verschiebt, so um ein halbes, dreiviertel Jahr vielleicht, sodass wir da einfach ein bisschen mehr Zeit haben, auch mal die alten Sachen, zu denen man nie kam, zu spielen. Eventuell, ja, mal schauen. So, und ansonsten kommen wir zu richtigen Empfehlungen, da nicht nur Sonic, sondern auch ein bisschen was anderes. Bei mir sieht es so aus, dass ich erstmal ein Spiel empfehlen kann, was von uns aus gesehen gestern rauskam, nämlich Animal Crossing New Horizons an der Nintendo Switch. Mhm. Also ich habe das Spiel ja gestern dann auch zum Glück noch bekommen
Und ich habe jetzt schon fast 15 Stunden reingebuttert. Also wäre auf so eine Art, es ist so eine Art Lebenssimulation mit vielen niedlichen Tierchen, die man als Mitbewohner hat. Man zieht passend zur aktuellen Lage einfach auf eine komplett einsame Insel und fängt da sein Leben an. Und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel, ein sehr, sehr beruhigendes Spiel. Und Animal Crossing ist sowieso eine Reihe, die mir über schwierige Zeiten auch hinweggeholfen hat, was so Depressionen angeht, weil das klingt vielleicht komisch, aber es ist halt so ein Spiel, das gibt einem dann irgendwie jeden Tag so seine Aufgaben, die man halt machen kann, und das hilft sehr, sehr viel bei solchen Sachen auch. Und ansonsten neben Animal Crossing kann ich Xenoblade Chronicles 2 sehr empfehlen. Das hat der gute David mir zum Geburtstag geschenkt und es ist jetzt nicht mal einen Monat her. Ich habe da jetzt 65 Stunden reingebuttert und es durchgespielt und mir dann halt direkt Torna the Golden Country noch Retail hinterhergeholt, den entsprechenden Standalone-DLC. Wunderschönes Spiel, dauert, also es ist ein JRPG, dauert aber sehr, sehr lange, bis man wirklich fest im Spiel drin ist. Ist natürlich von Spieler zu Spieler wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ich bin jetzt jemand, ich habe nicht so viele JRPGs gespielt und entsprechend hat es bei mir gute 20 Stunden gedauert, bis ich halt wirklich in dieses Spiel so richtig reingekommen bin. Und leider hat die Story auch ein ganzes Weilchen gebraucht, bis sie auch wirklich interessant wurde für mich. Dafür war dann gerade so ab der Hälfte des Spiels war es absolut geil. Kann ich nur empfehlen. Und generell, was ich so nebenher beim Zocken dann mache, ist Netflix schauen, Amazon Prime schauen. Und für die Sonic-Fans interessant, wir haben auf Netflix immer noch Sonic X und Sonic Boom. Und auf Amazon kann man sich zumindest Sonic Underground kaufen, die Staffel. Oder die ganze Serie im Prinzip. Mhm. Und ja, aktuell lasse ich halt immer so irgendwelche Sitcoms oder sowas nebenher dudeln, wenn ich halt Animal Crossing spiele. Das ist eigentlich ganz entspannt. Mhm. Und wie sieht das bei dir aus, David? Also aktuell bin ich gerade dabei und ich kann es natürlich auch empfehlen. In Kingdom Hearts 3 habe ich mir letztens den neuen DLC geholt. Der ist jetzt schon vor guten ein, zwei Monaten rausgekommen. Also ich bin ein bisschen spät dran mit dem Durchzocken. Aber den mache ich jetzt eben. Und wer Lust hat, sich irgendwie in einem coolen Action-RPG so richtig vermöbeln zu lassen von einem Haufen ziemlich starker Superbosse, dem kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Ich bin da eben gerade dabei, die Superbosse von dem DLC irgendwie zu lernen und langsam aber sicher zu erledigen. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es braucht ziemlich viel Arbeit und ziemlich viel Zeit, sich da in die ganzen Patterns und Angriffspatterns irgendwie rein zu versetzen und die richtige Reaktion für den richtigen Moment zu finden. Und ich persönlich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich habe mit Kingdom Hearts 3 auch allgemein sehr viel Spaß gehabt. Also kann ich auch sehr gut empfehlen, wenn man gerade aktuell ein Spiel sucht, das so gute 20 bis 30 Stunden Unterhaltung bietet, mit dem man die ganze Ausgangssperre und die Quarantäne vielleicht ein bisschen rüberbringen kann. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, die ganzen Bosse da fertig zu machen. Der Remake DLC allgemein bietet auch vorher so eine kleine Kampagne, die dauert nicht gar so lang, aber war auch recht nett gemacht. Und ist gerade das, wo ich am meisten Zeit reinstecke, also die meiste meiner Freizeit, dass ich einfach mal diese Superbosse kleinkriege. Daran beiße ich mir gerade ein bisschen die Zähne aus, aber es macht wirklich, wirklich Spaß. Und wo wir schon bei Disney sind, weil Kingdom Hearts 3 natürlich ganz groß ein Disney und inzwischen nicht mehr ganz Final Fantasy Crossover, weil im dritten Kingdom Hearts waren die ganzen Final Fantasy Charaktere, die in den früheren Spielen dabei waren, größtenteils leider nicht mehr dabei. Aber zu Disney kommt jetzt von uns aus gesehen in 3 Tagen, am 24.03., das ist der Dienstag, der kommende, oder der heutige Dienstag, je nachdem, wann der Podcast rauskommt, kommt eben auch Disney Plus raus, also der Streaming-Dienst von Disney, den es jetzt in Amerika schon seit ein paar Monaten gibt und jetzt bei uns wird er dann am 24. nachgereicht. Und kann ich natürlich auch empfehlen, da ist alles von Marvel drauf, von Star Wars, also wirklich zahlreiche Filme, natürlich von Disney, viele Klassiker, viele neue Filme. Simpsons sollte auch drauf sein, sicher auch bei uns. Und ist auf jeden Fall ein guter zusätzlicher Dienst, gerade für diese Zeit, die man sich eventuell, wo man eventuell ein paar Filme und Serien nebenbei schauen kann und sich damit dann die Zeit ein bisschen vertreiben kann. Ich habe mich schon vorbestellt, ich freue mich drauf, werde ich sicher auch jetzt in der Zeit ziemlich gut nutzen. Ich freue mich bitte da tatsächlich so auf die ganz alten Serien, sowas wie Darkwing Duck oder DuckTales. Oh ja. Da habe ich halt super Lust, das mal wieder zu sehen und das wird wahrscheinlich auch der Knackpunkt sein, wo ich dann sage, okay, ich hole mir Disney Plus. Aktuell habe ich es noch nicht vorbestellt, aber es wird wohl so enden, dass ich mir das dann doch hole. Mhm. Well, also ich freue mich auch schon. Ich bin gespannt, wie dann der Launch-Tail laufen wird, also der Dienstag und die nächsten paar Tage.
Ich kann mir mal vorstellen, dass relativ viel los sein wird, einfach durch die Ausgangssperre und Quarantäne, dass sich viele den Dienst holen werden und viele den Dienst noch mehr als wahrscheinlich üblich am ersten Tag schon mit dabei sind. Also mal schauen, ob das die Server aushalten. Da bin ich schon gespannt. Ich hoffe aufs Beste. Ich wäre gern dabei, am Dienstag auch was zu schauen. Aber könnte vielleicht sein, dass es ein paar Tage dauert, bis sich der Dienst irgendwie eingeregt hat. Schwer zu sagen. Und was ich ebenfalls empfehlen möchte, und da würde ich aber vorher einen kleinen Disclaimer reinsetzen, weil das Spiel ist erst ab 18. Ich persönlich spiele eben relativ gern ab und zu mal Battle Royale Spiele, zum Beispiel PlayerUnknown's Battlegrounds habe ich ganz gern gespielt. Eine Zeit lang habe ich auch Fortnite mal ein bisschen gespielt. Apex Legends. Ja, yep, genau. Du hast das böse Wort gesagt. Es ist spaßig, tut mir leid. Also falls ihr David ab nächster Woche hier nicht mehr im Podcast hört, wurde er aufgrund dieser Äußerung verbannt. Für immer. Ich bin von der Seite gelöscht und es hat mich nie gegeben. Ja. Also ich spiele auch gern mal so Battle Royale Spielchen. Und da ist jetzt ein neues eben rausgekommen von der Call of Duty Franchise, nämlich Warzone. Und da springe ich aktuell auch immer wieder mal für ein paar Matches zwischendurch rein und ist wirklich ziemlich unterhaltsam. Das Gute an dem ist, es ist Free-to-Play, also ihr könnt euch das runterladen und sofort losspielen. Und es ist relativ kurzweilig, es macht ziemlich gut Spaß, hat auf jeden Fall ein paar interessante Eigenheiten fürs ganze Genre. Und es ist einfach eins der aktuellen Go-To-Online-Spiele für mich, wenn ich mal einfach Bock habe, ein bisschen online zu spielen mit anderen, bin ich da eigentlich gerne für ein paar Runden dabei. Und bin auch gespannt, ob und wann ich es endlich mal schaffe, in die Top 10 zu kommen, weil bis dato ist das noch nicht passiert. Ich spiele Shooter echt extrem gern, aber ich bin nicht unbedingt gut in ihnen. Aber mal schauen. Und ja, dann kann ich natürlich auch Animal Crossing empfehlen, aus den gleichen Gründen wie Rookie. Ich persönlich habe es leider bis dato noch nicht angespielt, weil ich, wie gesagt, einfach mit Kingdom Hearts 3 und Call of Duty Warzone aktuell relativ stark beschäftigt bin. Aber ich habe auf jeden Fall vor, in den kommenden Tagen dann ebenfalls ins Leben einzusteigen. Und ich schätze mal, es wird wirklich relativ entspannend, einfach so ein gemütliches Spiel, was man nebenbei ein bisschen laufen lassen kann und nebenbei vielleicht irgendwas schauen kann. Und ja, ich freue mich auch schon sehr darauf. Ist wirklich, alles in allem ist das Spiel wirklich zu einer sehr guten Zeit rausgekommen, weil es einfach ein ideales Spiel für zu Hause rumgammeln und im Grunde, wenn man nicht rausgehen kann, ist es einfach ein wirklich netter Zeitvertreib. Gut, und ja, gut, das war jetzt so wie wir uns aktuell die Zeit vertreiben und die Zeit ein bisschen besser machen. Natürlich haben wir aber noch ein paar mehr Empfehlungen mitgebracht und hier schon mal ein kleiner Teaser, sag ich mal. Wir planen aktuell auf unserer Website spinnish.de eine kleine Artikelreihe, wo wir euch ein paar Sonic-Spiele und Sonic-Fanspiele, vorrangig Sonic-Fanspiele, vorstellen möchten, die ihr dann irgendwie spielen könnt. Das haben wir letzte Woche im Podcast schon gemacht. Und wir wollen einfach gucken, dass wir so ein paar kurze Artikel noch bereitstellen, sodass ihr da vielleicht auch ein bisschen nochmal was seht, wo ihr halt gucken könnt, hey, das Sonic-Spiel sieht mega interessant aus, schaue ich mir mal an, kannte ich bisher nicht. Gerade was Fanspiele angeht, ist das ja, es gibt ja doch sehr, sehr viel, sodass man schnell den Überblick verliert. Und das ist aktuell der Plan, dass das zumindest der erste Artikel sollte schon online sein, sobald ihr diese Folge hört, hoffe ich. Mal schauen. Wir haben auch noch keinen richtigen Namen, also aktuell Top-Favorit ist, glaube ich, Lockdown Dash. Das wäre schon mal ziemlich gut. Sollten die Artikel noch nicht da sein und ihr habt einen tollen Namensvorschlag, immer her damit. Gerne, ja. Also irgendwie ist uns noch nichts Schönes, Kurzes und Prägnantes eingefallen. Wir sind nicht gut im Benennen von Sachen, ja, falls es noch nicht bemerkt wurde. Aber ganz ehrlich, es wird am Ende auch so enden, dass ich diese Folge nenne wie Zeitvertreib bei Hashtag bleibt zu Hause oder irgendwie sowas in der Richtung. Genau, ja. Weil, naja, irgendwie fallen mir die Wortspiele aktuell nicht so leicht. Zu viel Animal Crossing. Gott, Animal Crossing hat ja auch viele Wortspiele, nicht? Ja, oh eben, Gott, ja. Aber ich spiele das ja auf Englisch, deswegen deutsche Wortspiele vielleicht schlecht. Kann man nicht so gut fürs Deutsche übernehmen, ja, schade. So, aber wir haben natürlich hier auch noch eine ganze Reihe Empfehlungen und ihr seid ja hoffentlich, denke ich, nehme ich mal an, alle Sonic-Fans. Deswegen fangen wir direkt mal mit ein paar Sonic-Empfehlungen an und zwar diesmal keine Fanspiele, sondern offizielles Zeugs. Allen voran erstmal die Empfehlung, ihr könnt ganz, ganz viele Spiele auf aktuellen Konsolen nachholen, die ihr bisher verpasst habt. Zum Beispiel auf der PlayStation 4 habt ihr einen Streamingdienst PlayStation Now und hier sind im Prinzip alle Sonic-Spiele, die auf der PlayStation 3 verfügbar waren, ja, auch auf der PS4 spielbar und PlayStation Now funktioniert außerdem auf dem PC. Ihr könnt euch die PlayStation 3-Spiele auch an der PS4 runterladen, am PC habt ihr diese Option leider nicht.
Und da sind Spiele dabei, wie zum Beispiel Sonic Unleashed, was ich absolut empfehlen kann. Das ist mein absolutes Lieblings-Sonic-Spiel. Yep, will ich unterstreichen. Dann ist natürlich auch dabei Sonic Generations. Wer es doch eher etwas klassischer hat, der kann Sonic CD sich gern anschauen. Und ansonsten habt ihr natürlich auch die anderen PS4-Spiele. Die sind, glaube ich, aber nicht in PS Now verfügbar, aber die könnt ihr euch digital auf der PlayStation 4 besorgen. Und ansonsten habt ihr da natürlich auch abseits von Sonic ewig viele Spiele, die ihr spielen könnt. Genau, ja. Sehr Ähnliches trifft auf die Xbox One zu. Die Xbox One ist aktuell, glaube ich, ganz einfach die Sonic-Maschine. Also wenn man Sonic-Fan ist, sollte man tatsächlich eine Xbox One haben, weil alle Spiele, die auf der Xbox 360 verfügbar waren, sind abwärtskompatibel. Außer Sonic 06, das muss ich dazu sagen, was ich persönlich leider schade finde. Hust, kein Verlust, hust. Aber ihr habt natürlich Sonic and All-Stars Racing Transformed, ihr habt Sonic Generations, Sonic Unleashed, Sonic 1, 2, Sonic 3, Sonic and Knuckles, Sonic CD. Oh, ich weiß gar nicht, welche Spiele da alle rausgekommen sind. Sonic Freeriders ist übrigens auch nicht drauf, aber das sollte relativ selbstverständlich sein durch Kinect. Kinect, ja. Also ganz, ganz viele Spiele sind einfach auf der Xbox One. Die aktuellen natürlich auch. Sonic Forces, Sonic Mania inklusive Sonic Mania Plus, Team Sonic Racing. Also die Sonic Library an der Xbox One ist wirklich, wirklich groß. Yep. Und ich würde fast behaupten, sie ist größer als bei Steam. Aber noch größer als bei Steam, ne? Da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte die Xbox One auch länger nicht mehr an, um nachzugucken, was alles drauf ist. Eben, bei Steam fehlen einfach Spiele wie Sonic Unleashed oder, Oder? Sonic Heroes, glaube ich, haben sie auch nicht, aber gut. Ich glaub, Heroes Sonic Heroes ist auch an der Xbox One. Ah doch, genau, stimmt, das haben sie ja letztens einmal rausgebracht. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, 2 Jahre oder so, kann das sein? Sonic Heroes? Ich glaube schon, dass es irgendwann mal digital gekommen ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Also Sonic Heroes würde mich sehr wundern. Definitiv kamen Sonic Adventure und Sonic Adventure 2. Und übrigens, alle abwärtskompatiblen Spiele könnt ihr an der Xbox One natürlich auch digital kaufen. So, ich schaue jetzt einfach live im Podcast mal wieder rein in die Liste der Sonic-Spiele. Oh Gott, es gibt 607 abwärtskompatible Spiele. Jetzt wird's interessant. Name Abis. Nein. Ah, okay, es ist für die PlayStation 3 ist es raus, Kevin. Ach so. Für die PlayStation 3, glaube ich, war es digital verfügbar. Okay. Das ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Das ist schon ein bisschen zu lange her. Da muss ich da irgendwas verdreht haben. Also an der PS3 habe tatsächlich ich das auch digital. Okay, nö. Dann habe ich irgendwie von der PlayStation 3 auf die PlayStation 4 geschlossen, ja. Ja, gut. Das passiert schon mal. Kann passieren. Inzwischen. So, aber jetzt habe ich die Generation ein bisschen. Jetzt habe ich die Liste an der Xbox One von den abwärtskompatiblen Spielen offen. Rattern wir die mal kurz runter. Sonic Unleashed, Sonic 4 Episode 1 und 2, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic and Knuckles, Sonic the Fighters, das ist übrigens auch in PlayStation Now verfügbar, da bin ich mir ziemlich sicher. Sonic Generations, Sonic CD, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 und Sonic and All-Stars Racing Transformed. Also das ist schon eine ordentliche Auswahl. Okay, es ist vielleicht nicht ganz Steam, aber es sind natürlich Spiele dabei, die ihr bei Steam nicht habt. Sowas wie Sonic the Fighters eben. Was, gut, also alle Achievements kriegt man da in vielleicht einer halben Stunde. Das geht sehr, sehr flott. Aber das ist ein kurzes Spiel, ne? Zum Ausprobieren ist das tatsächlich ganz nett. Und ich glaube auch nicht, dass das groß teuer ist. Es kostet 5 Euro oder 10 Euro. Und Multiplayer müsste auch verfügbar sein. Wo wir gerade schon über Steam gesprochen haben. Auf Steam habt ihr natürlich auch eine ganze Menge. Ihr habt Team Sonic Racing, Sonic 4, Sonic Mania, Sonic Lost World, Generations und Forces, die beide eine sehr, sehr große Mod-Community haben. Sonic Mania natürlich auch. Sonic and Sega All-Stars Racing und natürlich auch Transformed. Sonic Adventure 1 und 2, Sonic CD und die Sega Mega Drive und Genesis Classics Collection, wo ja zumindest Sonic 1, 2, 3 und Knuckles dabei sind. Also da findet ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Sonic-Spiele. Viele von euch haben garantiert auch eine Switch. Und da habt ihr die Auswahl immerhin nicht ganz so groß, aber zwischen Sonic Mania, Sonic Forces, Sonic 1, Sonic 2, Team Sonic Racing und Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020, die jetzt ja scheinbar nur in Mario und Sonic stattgefunden haben. Oder gibt es noch andere Sonic-Spiele? Es müssten eigentlich alle sein. Müssten, glaube ich, alle sein. Aber die Switch ist ja in dem Sinne auch noch recht frisch. Genau, ja, da könnte durchaus noch was rauskommen. Sonic 3, bitte. Sonic 3 und Knuckles. Ich würde es gerade erwähnen. Wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, aber es wäre natürlich sehr, sehr, sehr toll. Und? Oh, und doch, eines haben wir tatsächlich vergessen. Welches? Super Smash Bros.
Oh, wow. Ich meine, aber Super Smash Bros. Ultimate ist natürlich auch eine perfekte Möglichkeit, um einen anderen Sonic Fighter, also Sonic in einem anderen Fighter mal zu erleben und nicht nur in Sonic the Fighters. Genau, ja. Und dann möchte ich nochmal ganz kurz den 3DS erwähnen, weil der hat ganz, ganz viele der Sonic Game Gear Titel in der Virtual Console. Und da kann ich zumindest Sonic the Hedgehog Triple Trouble nur wärmstens empfehlen. Das ist ein super schönes Spiel, wenn auch nicht sehr lang. Mhm. Aber ihr habt auch Sonic 1 und 2 auf dem Game Gear da. Sonic Labyrinth, bestes Sonic-Spiel aller Zeiten. Wo bleibt der zweite Teil? Sonic Drift 2. Gab es eigentlich in Sonic Drift 1? Ja, yep, hat es gegeben. Es hat zwei Teile gegeben. Also irgendwie sehe ich immer nur Sonic Drift 2 überall. Ja, es ist, ich glaube, es ist der besser aufgenommene Teil, ja. Und der spaßigere Teil. Dann Sonic Blast und Tails Adventures. Das sind so die Game Gear-Spiele. Und natürlich auch noch Sonic 1 und 2 in ihrer 3D-Variante, die vom selben Team entwickelt wurden wie die, ja, finde ich sagen, Remakes, die Re-Releases, Remasters, wie auch immer man es jetzt nennen will, die an der Switch von Sonic 1 und 2 rausgekommen sind. Hm, genau, die Sega Ages-Version, ne? Genau. Und ja, die richtigen 3DS-Sonic-Spiele, ich weiß nicht, ob ich die wirklich empfehlen möchte. Mario und Sonic 2016, ja, doch, kann ich gut empfehlen. Sonic All-Stars Racing Transformed war okay. Hm. Sonic Boom Fire and Ice war ziemlich gut. Ja, yep, definitiv das beste Boom-Spiel, ja. Shattered Crystal war nicht so gut. Nicht wirklich, ne? Das könnte man auslassen. Sonic Generations war, ja, denke ich, so auf einem Level mit Fire and Ice. Recht okay, ja. Hat ein paar nette Level, die große Version nicht hat, wie zum Beispiel Tropical Resort. Mhm, genau. Aber, ja, viel mehr haben wir, glaube ich, von Sonic auch nicht am 3DS. Nö. Natürlich noch Mario und Sonic 2012, aber ansonsten... Ah, habe ich zumindest nicht im Regal stehen. Nö, das müsste, glaube ich, sein, ja. Bis auf Sachen wie natürlich Super Smash Bros. 4, wo Sonic auch spielbar ist. Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall auf aktuellen Konsolen sehr, sehr große Auswahl. Ja, sonst sollte man nicht so schnell verhungern, was das angeht. Falls ihr gerade keine Lust habt, irgendwelche Sonic-Spiele zu spielen, habt ihr natürlich, wie vorhin schon erwähnt, die Serien. Sonic X und Sonic Boom sind beide auf Netflix verfügbar. Und bei Amazon könnt ihr euch halt Sonic Underground kaufen. Leider ist es nicht mehr in Prime, das war es mal eine ganze Weile. War aber wohl nicht so beliebt. Schade eigentlich. Es hatte so seine Momente. Es hat so einen gewissen eigenen, nennen wir es mal, Charme. Und ich kann das Opening halt einfach immer noch auswendig. Und ich habe die Serie das letzte Mal vor, ich bin alt, also wahrscheinlich vor 80 Jahren gesehen. Nein, Spaß beiseite, aber Sonic Underground habe ich so aus meiner Kindheit eigentlich gar nicht schlecht in Erinnerung. Schade, dass es nicht mehr bei Prime ist. Ich hätte es mir gerne nochmal angeguckt. Mhm. Und eine weitere Sache, die wir natürlich nicht vergessen wollen, sind die Comics. Genau. Also die aktuelle IDW-Serie ist auf ganz, ganz vielen digitalen Wegen verfügbar. Ihr könnt das bei Google Play zum Beispiel kaufen. Ihr könnt das bei iBooks kaufen. Und bei Comixology. Das sind nur drei Beispiele, die ich jetzt mal kurz einwerfen würde. Hashtag not sponsored. Keine Werbung. Also für nichts, was wir hier gerade gesagt haben, werden wir bezahlt oder sonst was. Das sind einfach nur grobe Empfehlungen von uns. Genau, wir sind einfach nur Sonic-Fans, die Sonic an die Masse weiterbringen wollen. Und ein Dienst, den ich noch nicht selbst ausprobiert habe, den es aber gibt und auch an der Switch, ist InkyPen. Das ist ein Comic-Subscription-Service, der eigentlich weltweit so ziemlich die gleichen Comics anbietet, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und InkyPen ist auch an der Switch als App verfügbar. Und da sind auch die IDW Sonic Comics drin. Also wer vielleicht an der Switch dann was lesen möchte von den Comics, der kann sich das gerne mal anschauen. Hm? Und bei Comixology und Google Play sind sie auch ganz normal über den Webbrowser am PC lesbar. Und bei iBooks bin ich nicht sicher, weil ich besitze keine Apple-Geräte mehr, außer meinen iPod, den ich nur noch zum Musikhören nutze. Und iTunes selbst benutze ich halt auch nicht. Deswegen kann ich es da nicht genau sagen. Same leider, ja. Also schaut euch die Sonic Comics auf jeden Fall an und zumindest bei iBooks und Google Play sollten auch noch die Archie Comics verfügbar sein, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit von der ganzen Sonic Comic Franchise reintauchen möchte, hat man mehr als genug Material wahrscheinlich zur Verfügung, ja. Und Archie hat halt, ja, eine sehr lange Vergangenheit, deswegen lasst euch davon nicht abschrecken, weil das erste Mega Man Crossover, Worlds Collide, ist der perfekte Einstiegspunkt für die Archie-Comics, weil danach gab es ja im Prinzip ein Reboot. Genau, ja. Und da waren die Geschichten dann auch wesentlich dichter an den Spielen dran
Und da sollte der Einstieg relativ einfach fallen. Da habe ich auch damals angefangen mit meiner Comicsucht. Und inzwischen habe ich 200 Hefte hier, glaube ich. Yep. Ups. Hat sich was angesammelt seitdem. Ja, ich bin auch ungefähr zu der Zeit eingestiegen. Und ja, also seitdem jeden Monat konsistent die neuen Ausgaben da bei mir liegen. Also für Sonic-Fans ist jetzt gerade die Zeit, um mal ein paar Sachen auszuprobieren, die man sich vorher noch nicht so, ja, wo man sich noch nicht so rangetraut hat. Aber jetzt ist halt auf jeden Fall die Zeit da, für die meisten zumindest. Mhm. Und ja, wenn ihr Sonic mögt, haben wir dann auch noch ein paar andere Empfehlungen, die ein bisschen von Sonic weggehen, aber doch schon, ja, in einem ähnlichen Genre angesiedelt sind. Und da wäre meine aktuelle Top-Empfehlung, das sage ich auch schon sehr, sehr lange, Rayman Legends. Mhm. Beziehungsweise wer Zugriff auf Rayman Origins hat, auch gerne das. Aber viele der Origins-Level sind auch in Legends vorhanden. Von daher sollte das nicht das Problem sein. Mhm. Sehr spaßiges Spiel. Ein 2D-Plattformer, den man mit bis zu 4 Spielern vollständig zusammen durchspielen kann. Absolut spaßig, sehr, sehr verrückt, mit sehr schönen Animationen auch. Und das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Gibt es eigentlich an allen Plattformen. Das gibt es an der 360, an der PS3, an der Switch, an der Wii U, an der PS4, an der Xbox One, auf Steam, auf Uplay auf jeden Fall. Also es ist eigentlich auch überall günstig. Also ich glaube, das kostet maximal 20 Euro. Also könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und wenn ihr mit der Familie zu Hause sitzt, dann auch mal im Multiplayer spielen. Sehr spaßig. Mhm. Dann noch eine Empfehlung von mir. Und die habe ich schon häufiger gebracht, ganz einfach, weil ich das ja auf der EGX in Berlin kennenlernen durfte, das Spiel. Das ist nämlich Skybolt Zack. Kann man sich so etwa wie eine Mischung aus Mega Man X und Sonic vorstellen, mit, sagen wir, ganz leichten Rhythmusspielelementen. Also das ist zumindest das, was die Entwickler sich als Ziel genommen haben. Mhm. David hat das Spiel jetzt seit neuestem auch, aber ich glaube noch nicht gespielt. Ich habe es leider noch nicht anzocken können, aber ich habe es schon und bin schon sehr gespannt. Danke auch nochmal, du hast das irgendwie in die Wege geleitet, dass ich da eine Kopie, genau, du hast es organisiert und in die Wege geleitet, dass ich da eine Kopie bekommen habe und danke auch nochmal. Ja. Also sehr mehr oder weniger in die Wege geleitet. Die Entwickler haben einfach, und das finde ich sehr cool, das machen aktuell viele Entwickler. Schaut euch vielleicht da einfach mal bei Twitter oder so um. Die viele Entwickler, gerade Indie-Entwickler, geben aktuell Codes für ihre Spiele raus, ganz einfach, um euch die Zeit ein bisschen zu erleichtern, die ihr zu Hause verbringen müsst. Und ja, man muss da dann einfach meistens tweeten die so, hey, schreibt uns doch mal als Kommentar, ob ihr Bock auf unser Spiel habt und wir schicken euch dann einen Code. So ist das auch bei Skyward Zack gewesen. Und ja, wenn man da Glück hat, kann man da vielleicht auch noch einen Code abgreifen und dann ein sehr, sehr cooles Indie-Spiel zocken im besten Fall. Mhm. Also schaut euch da ein bisschen um. Gerade zum Beispiel auf Steam gibt es auch das Tomb Raider Reboot komplett gratis. Ist vielleicht auch mal ein Blick wert. Wobei das jetzt weniger mit Sonic zu tun hat, aber wollte ich nur am Rande erwähnt haben. Und dann noch eine Empfehlung von mir. Das ist ein Spiel, ich glaube eigentlich, dass es kaum jemanden gibt, der Jump'n'Runs mag und dieses Spiel noch nicht hat. Mhm. Aber weil das ist damals ein ziemliches Phänomen gewesen, allein schon durch seinen Schwierigkeitsgrad. Nämlich Super Meat Boy ist auf jeder Plattform eigentlich verfügbar. Außer am Smartphone, glaube ich. Und ja, im späteren Spielverlauf einfach ein knallhartes Jump'n'Run. Oh ja. Wo man auch sehr schnell sein muss. Und generell ist es halt auch ein sehr flottes Spiel. Mhm. Absolut fantastischer Soundtrack, zumindest wenn man die Originalversion spielt. Weil später, als das auf weiteren Plattformen kam, mussten sie leider aufgrund von Rechte-Sachen den Soundtrack austauschen. Der ist nicht schlecht, aber leider kommt er nicht so an das Original ran. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht auf Steam kaufen oder auf der Xbox 360 oder PS3. Aber absolute Empfehlung, habe ich sehr, sehr viel Spaß mit gehabt und hat, glaube ich, auch einen Level Creator, wo ihr euch Levels aus der Community runterladen könnt. Mm, so, und die nächsten, viel Langzeitspaß. Die nächsten zwei Spiele, weil ich das eine habe ich zwar hinzugeschrieben, aber ich weiß, dass du es deutlich länger gespielt hast als ich. Deswegen überlasse ich dir jetzt einfach mal die nächsten beiden Spiele, David. Okay, also eines davon wäre Shovel Knight. Es ist jetzt in Sachen Geschwindigkeit nicht direkt mit Sonic zu vergleichen, aber trotzdem ein wirklich, wirklich großartiges 2D-Jump'n'Run im alten klassischen Stil, also man könnte sagen NES-Stil, und macht extrem viel Spaß. Es hat inzwischen auch mehrere Kampagnen, also wenn man sich die Shovel Knight Treasure Trove Edition kauft, kriegt man da 4 ganze Spiele mit dabei. Und wenn man sich Shovel Knight schon von Anfang an gekauft hat, dann hat man all diese Spiele gratis nur dazu bekommen, also es ist auf jeden Fall ein damals extrem guter Deal gewesen. Und jetzt ist es auch wirklich immer noch ein guter Deal, weil man hat da wirklich zahlreiche Spielstunden drin.
Man hat im Grunde vier verschiedene Kampagnen, alle mit ihren eigenen Charakteren, ihren eigenen Movesets und ihren eigenen Geschichten und Stories. Die Levels werden mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger verändert, aber auch da gibt es meistens ein paar Änderungen. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großartiges Spiel. Es ist extrem ikonisch, also jeder hat von Shovel Knight sicher mal gehört. Shovel Knight selbst als Charakter taucht auch immer wieder mal überall in verschiedenen anderen Spielen auf. Unter anderem auch in Super Smash Bros. Ultimate, wo eine Heldentrophäe ist. Und kann ich auf jeden Fall sehr groß empfehlen. Es ist erst vor kurzem die Quest von King Knight rausgekommen, also die Kampagne. Und die hat teilweise sogar ein bisschen so Sonic-Aspekte, weil King Knight hat so ein bisschen so einen Rollangriff. Und damit kann man tatsächlich mit Sonic so ein bisschen mit Sonic-mäßiger Geschwindigkeit durch die Level schnell durchrollen. Und das macht auch sehr viel Spaß, wenn man das ein bisschen mit der Mentalität spielt. Also vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch eine kleine Sonic-Empfehlung. Ich glaube, gameplaymäßig würde sich Shovel Knight am ehesten mit den alten DuckTales-Spielen vergleichen. Genau, lassen. Ja, stimmt. Das ist sicher ein sehr guter Vergleich, ja. Also ganz viele von euch werden wahrscheinlich irgendwann mal über DuckTales Remastered gestolpert sein. Das kam 2011, 2012 rum raus, glaube ich, und war damals auch sehr erfolgreich. Und Shovel Knight hat ein sehr, sehr ähnliches Gameplay. Genau, ja. Also zumindest für Shovel Knight selbst, genau, der wirklich seine Schaufel so als Pogo-Stick teilweise benutzt, so wie es Dagobert damals in dem DuckTales-Spiel getan hat. Und sehr spaßig auf jeden Fall. Also sie haben wirklich extrem viel Mühe in das Spiel reingesteckt. Und das sieht man an jeder Ecke. Und wer wirklich Bock hat in der Ausnahmezustandszeit, in der Ausgangssperrezeit, Bock hat auf ein klassisches 2D-Abenteuer, das er wirklich einige Stunden vom Bildschirm fesseln kann, ist Shovel Knight sicher eine der besten Wahlen, also eine der allerbesten Wahlen. Und das zweite Spiel, was ich auch empfehlen kann, das habe ich sogar noch hinzugeschrieben, das ist Freedom Planet. Und ich habe auch öfter schon über Freedom Planet geredet. Und das Faszinierende an Freedom Planet, der Entwickler ist eben Galaxy Trail. Und ursprünglich war Freedom Planet ein Sonic-Fangame, das zu einer Sage vorgestellt worden ist. Ist jetzt schon eine Weile her, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, wo das war, aber das ist sicher schon so 5-6 Jahre her, wenn nicht noch länger. Und es hat ursprünglich als Sonic-Fangame gestartet, aber hat dann einfach eine eigene Identität entwickelt und ein eigenes Gameplay entwickelt, das einfach extrem sich doch von Sonic abgesetzt hat. Und deswegen haben sie das Spiel eigenständig dann veröffentlicht und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut gelungen. Auch ist ein sehr kompetenter und sehr, sehr flotter 2D-Plattformer, wo man drei spielbare Charaktere steuern kann. Also man hat so, man könnte sagen, so drei Kampagnen, aber man spielt größtenteils die gleichen Level mit ein paar Änderungen. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es erinnert so ein bisschen, es ist wirklich so ein bisschen Classic Sonic aus den Mega Drive-Teilen und auch ästhetisch von der Grafik her erinnert es sehr stark an den Mega Drive-Sprite-Stil, der damals stark vorgeherrscht hat. Das Spiel hat volles Voice-Acting auch teilweise, also gevoicete Cutscenes und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ich warte auch schon sehr, sehr hart auf den zweiten Teil. Der ist jetzt schon wirklich einige gute Jahre in Entwicklung und ich hoffe mal, dass es bald einmal soweit ist, weil ich für meinen Teil hätte richtig Bock auf mehr Freedom Planet und wäre toll, wenn sie da mal wirklich dann Richtung Veröffentlichen kämen würden. Sie arbeiten, Galaxy Trail arbeitet wirklich schon sehr fleißig am zweiten Teil und sehr lange und mal schauen, vielleicht dauert es nicht mehr zu lange. Würde ich mir sofort zum Launch holen, einfach weil mich der erste Teil wirklich schon so geflasht hat. Vor allem hinsichtlich der Bosskämpfe. Also die Bosskämpfe in dem Spiel sind wirklich sehr spektakulär inszeniert und durch das Gameplay auch wirklich sehr, sehr mitreißend. So, ich glaube, damit habt ihr jetzt erstmal für wenigstens bis nächste Woche zu tun. Ja, jetzt haben wir, solltet ihr fürs erste Mal gut versorgt sein für die Ausnahmezustandszeit. Also ihr werdet wahrscheinlich merken, dass es uns gerade irgendwie ein bisschen schwierig fiel, ein Diskussionsthema zu finden. Deswegen sind wir nochmal auf die Schiene so, hey, was kann man denn so ja an Spielen spielen oder so ähnliches, wenn man jetzt nicht raus kann, sind wir wieder darauf gestoßen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge für ein Diskussionsthema habt, worum wir uns nächste Woche mal kümmern können, kommentiert gerne auf YouTube oder auf allen anderen Plattformen, wo das möglich ist. Schreibt uns gerne auf Twitter an unter @spindash_de beziehungsweise dem Hashtag GotaPodcast oder kommentiert unseren Newsbeitrag, den ihr in der Beschreibung verlinkt findet, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse. Also wir sind da für jeden Vorschlag offen und würden auf jeden Fall mal schauen, was man daraus machen kann. Und ganz, ganz großes Dankeschön geht auch an die raus, die inzwischen ganz oft auf YouTube oder auf unserer Website drunter kommentieren und sich die Zeit nehmen, auch noch viel dazu zu schreiben zu der Folge. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns echt viel.
Ja, das ist immer toll zu lesen, immer sehr motivierend auch, wo man einfach ein bisschen das Feedback kriegt, hey, die Leute hören sich das an, den Leuten gefällt das, was wir da daherreden. Und das ist auf jeden Fall jedes Mal ein ziemlich starker Motivationsschub. Ja, und das hat ja auch sehr, sehr stark zugenommen jetzt inzwischen. Ich weiß nicht, ob es an unserem Aufruf lag, wo wir gesagt haben, so ja, eigentlich kriegen wir gar nicht so wirklich Feedback. Aber auf jeden Fall freut mich das unheimlich, oder freut uns das unheimlich, dass da jetzt wirklich relativ viel kommt im Vergleich zu vorher. Und Dankeschön an euch. Vielen Dank dafür, ja. Und eine kleine Randnotiz. Der YouTube-Channel hat inzwischen 9082 Subscriber. Sprich, jetzt in der letzten Woche kam da nochmal circa 70 bis 80 dazu. Wow, das ist ziemlich gut. Nicht übel. Also auf zu 10.000. Ja, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ja, ansonsten war es das mit unserer Folge für diese Woche. An dieser Stelle nochmal der Appell, bleibt zu Hause. Und natürlich auch ein Dankeschön an die, die nicht zu Hause bleiben können. Die versuchen gerade irgendwie mit ihrer Arbeit im Krankenhaus, im Supermarkt und sonst wo irgendwie alles ein bisschen am Laufen zu halten. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich ein großer Einsatz, den ihr da schafft. Ja, die Helden unserer Zeit im Grunde, ja. Und bleibt alle gesund. Also ich möchte hier nicht hören, dass jemand nächste Woche krank im Bett liegt, weil er schon wieder draußen gespielt hat. Ja. Gerade ist es ja sowieso, zumindest bei uns in Deutschland, relativ frisch geworden, das Wochenende. Wir sind jetzt auch wieder bei Minusgraden gewesen. Also ja, noch ein weiterer Grund, nicht rauszugehen. Genau, kann man als Anlass nehmen, einfach mal sich daheim einzugraben und sich gemütlich zu machen. Ja, wir hoffen natürlich, dass das jetzt erstmal sich über die nächste Zeit entspannen wird. Und wie es mit dem Podcast weitergeht, erstmal ist natürlich der Plan nächste Woche, nächste Folge. Ja. Bei mir kann es natürlich sein, dass ich, wenn Ausgangssperre verhängt werden sollte, dass ich dann spontan mit all meinem Kram umziehe. Aber das wird sich noch zeigen. Ich hoffe, es kommt nicht dazu, sondern dass die Leute selbst versuchen nachzudenken und drin zu bleiben. Was leider irgendwie so in den letzten Tagen, was man so von Berlin und generell Brandenburg gehört hat, nicht der Fall ist. Leider, ja. Also bleibt einfach drinne, nutzt diese 2 Wochen, um mal vielleicht ein bisschen abzuschalten, wenn ihr viel Stress habt, besonders nutzt die Zeit, um mal ein bisschen was zu lesen, ein bisschen was zu spielen, wofür sonst eben nicht so viel Zeit da ist. Und die 2 Wochen sind dann auch schnell vorbei. Und wenn ihr mal spazieren gehen wollt, dann macht es alleine oder mit ein oder maximal 2 weiteren Personen mit genügend Abstand. Und das sollte dann auch in Ordnung sein. Ja, viel mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen dazu. Bleibt einfach zu Hause, wenn es geht. Genau, heute denk ein bisschen an die Ratschläge und an die Verordnungen von der Regierung und von den ganzen Medizinern. So, wir hoffen natürlich, dass wir nächste Woche nicht so viel wieder über Corona sprechen müssen, weil das Thema ist vielen Leuten natürlich leid, aber es ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Sehr präsentes Thema natürlich, ja. Passt halt nicht so ganz zu unserem Podcast, deswegen versuchen wir das zumindest so ein bisschen thematisch einzuordnen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Hoffentlich, ja. Gut, wir verabschieden uns. Euch allen eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schöne Woche und gesund bleiben. Tschüss.